Ganz herzlich willkommen. Namaste. Viele spirituelle Wege und Traditionen führen uns über unser Ich hinaus in Kontakt mit etwas Größerem, wo eine gefühltere Verbindung entsteht, ein Einssein, was ja auch Sinn und Ziel des Yoga ist. Da hört die Reise aber nicht auf in diesem Verschmolzensein und Einssein, sondern es geht darum, genau das auch mehr zu verkörpern, dass das Ganze zurückschwingt. Denn wir sind hier zu Hause, in dieser Welt, in unserem Körper, in diesem Leben. Darum ist die Praxis eine Einladung, dich wirklich tief verkörpert zu fühlen, in deinen Körper einzutauchen und dort zu sein. Es gibt dynamische Anteile in der Praxis und auch tiefe Stellungen, wo wir ein bisschen länger drin bleiben. Bitte honoriere die Grenze deines Körpers. Es kann sein, dass du einen Gurt benötigst, weil wir auch des Öfteren binden. Für YouTube halte ich so eine Praxis in einem zeitlich begrenzten Rahmen. Wenn du es tiefer und genauer und noch mit mehr Ruhe erfahren möchtest, bitte komm auch mal samstags in meine Klasse online, 10 Uhr. Alle Informationen findest du unter dem Video. Jetzt ganz, ganz viel Freude mit dieser schönen Praxis. Wir beginnen in der Position des Kindes. Die Knie mattenbreit. Und wenn du in der Stellung angekommen bist, dann vertiefe deinen Atem. Mit dem Einatmen werde innerlich weit. Mit dem Ausatmen lass deine Haut weich werden. Dehne dich ein bisschen aus. Die Ohren sind weit und es ist eine Erinnerung an das Licht, das du bist. Und nun atme dieses Licht hinein in dein Leben, in deinen Körper. Komme in den Vierfüßlerstand an den Mattenanfang. Strecke hier dein linkes Bein seitlich aus, auf der Innenkante abgestellt. Und mit dem Einatmen hebe deinen rechten Arm seitlich hoch. Und mit dem Ausatmen führe den rechten Arm hindurch. Und lege die rechte Schulter, wenn möglich, ab, auch das rechte Ohr. Seiten deines Körpers lang ziehen. Und weiterhin ist es, als würdest du wie Licht hineinatmen in den Körper. Und dich hier in deinem Zuhause fühlen. Komm wieder hoch mit deinen Händen, setze den linken Fuß jetzt nach hinten auf der Innenkante für eine Vashisthasana-Variante. Einatmen, der linke Arm geht hoch. Und ausatmen, komm zurück in den Vierfüßlerstand. Strecke dein rechtes Bein seitlich aus, auf der Innenkante abgestellt. Einatmen, bringe deinen linken Arm nach oben. Und ausatmen, führe deinen linken Arm hindurch, unter dem rechten, wenn möglich, die linke Schulter ablegen, das linke Ohr. Vom Becken bis in die Seiten des Körpers zieh dich lang. Der Atem bringt dich richtig tief hinein in deinen Körper. Und dann komm auch hier zurück. Mit den Armen hoch, rechten Fuß nach hinten führen. Für eine Vashisthasana-Variante geht der rechte Arm hoch. Und mit dem Ausatmen setze die rechte Hand ab. Rechter Fuß bleibt hinten. Komm in einen ersten herabschauenden Hund. Beuge deine Knie ein bisschen, schieb den Po hoch und beginne aus dem Inneren heraus deine Beine zu strecken. Erinnere dich an deinen Atem. Und für einige von uns, die wir sehr feinfühlig sind, für uns ist es leicht, weit zu werden, uns zu verbinden und hineinzufühlen in die Ewigkeit. Heute geht es darum, dass du die Weite und das Licht nimmst, dass du es in den Körper hineinatmest, dich im Körper fühlst. Komme in die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Ausatmen, lege dich ganz ab auf dem Bauch. Mach deine Zehen lang, strecke die Arme seitlich aus. Drücke die Hände so in die Matte, dass du mit dem Oberkörper ein Stückchen hochkommst. Dann hebe die Arme, die Hände weg von der Matte.
und drehe einmal die Daumen nach oben, also die Arme in eine Außenrotation und dann drehe die Arme nach unten in eine Innenrotation. Und wieder Daumen hoch, Daumen zurück. Setze die Hände auf für die Kobra, zieh den Bauch nach innen und hoch, Kobra. Und ausatmen, herabschauender Hund. Einmal noch einatmen und mit dem Ausatmen laufe nach vorne zu deinen Händen. Die Füße hüftgelenkbreit, gerne beuge die Knie etwas an und berühre mit deinen Händen die Rückseiten der Waden und der Oberschenkel. Einmal lang streichen und dann durchaus auch mit deinen Fingern so ein bisschen durchgehen, durch das Gewebe, durch die Faszien. Die Einladung ist, dich auch tief in den Rückseiten der Oberschenkel zu fühlen. Gut, und dann stellst du die Fingerkuppen wieder vor dir auf, bringe dann die Hände an die Hüfte und mit dem nächsten Einatmen komme hoch. Ausatmen, bring die Hände vor dein Herz. Einatmen, bring die Arme weit über die Seite nach oben. Ausatmen, Vorbeuge. Halbe Vorbeuge, einatmen. Ausatmen, linkes Bein weit nach hinten setzen und beide Hände an die Innenseite bringen, von deinen Füßen genau. Einatmen, strecke dein rechtes Bein so weit es geht, flexe den Fuß und ausatmen, beuge das Knie, senke das Becken tief ab. Einatmen, wieder strecken. Und jetzt im eigenen Rhythmus weiter. Körperlicher ist es manchmal, wenn man das ein bisschen intensiver und ein bisschen schneller macht. Finde deine Variante. Blöcke sind immer möglich unter deinen Händen. Und wenn du das nächste Mal das rechte Bein gebeugt hast, hier bleiben, einatmen, einmal geht der rechte Arm hoch. Ausatmen, rechte Hand absetzen. Achtung, einatmen, linker Fuß nach vorne. Ausatmen, rechter Fuß nach hinten. Einatmen, beginnen das linke Bein zu strecken, dabei den Fuß flexen. Genau, und ausatmen, das Knie beugen, die Hände sind wieder an der Innenseite. Und einatmen, strecken. Und dann deinen Rhythmus finden. Körper und Atem zusammenbringen. Und wenn das nächste Mal dein linkes Bein gebeugt ist, hier bleiben, einatmen, bring den linken Arm hoch. Und ausatmen, linke Hand kommt zum Boden, rechter Fuß kommt nach vorne, halbe Vorbeuge, einatmen, Vorbeuge aus. Die Füße wieder so einrichten, dass sie hüftgelenkbreit sind. Dann kommen die halbe Vorbeuge mit deinen Händen an den Unterschenkeln. Gut, wir wollen ein paar Mal hoch und runter kommen, dabei bitte die Fersen fest in die Matte drücken, sodass auch die Rückseiten der Oberschenkel arbeiten. Kleine Beuge in den Knien ist super. Einatmen, richte dich auf durch den Druck der Füße und ausatmen, Hände gleiten zurück in die halbe Vorbeuge und einatmen, wieder hochkommen. Aus, absenken, Füße drücken, gern die Knie etwas angebeugt, ein, hochkommen, aus, absenken, letztes Mal ein, hochkommen, ausatmen, die Hände vor dein Herz, einatmen, bring die Arme weit über die Seite nach oben, ausatmen, komm wieder in die Vorbeuge, halbe Vorbeuge, einatmen, ausatmen, tritt zurück in die Plank Pose. Atme hier ein. Ausatmen, senke dich ganz ab auf der Matte. Mach deine Zehen lang, zieh dich lang, Cobra, einatmen, bleib einen Moment. Schiebe die Hände isometrisch auseinander, um die Ellenbogen ein bisschen mehr ranzusaugen und die Schulterblätter anzulegen. Gut. Dann komm zurück auf den Bauch. Beuge dein linkes Bein und zieh jetzt das linke Knie nach außen, ungefähr in einem rechten Winkel, legst du den Unterschenkel ab. Zieh den Bauch nach innen, komm in eine angedeutete Kobra hier. Aus, zurück auf den Bauch.
So wie du kannst, beginne dein linkes Bein seitlich auszustrecken. Richte dich für einen Moment ein. Bleibe entweder hier oder wenn möglich die linke Ferse ganz leicht heben. Linke Hüfte sinken lassen. Tief auf der Erde ankommen in deinem Körper. Gut. Achtsam führe dein linkes Bein wieder zurück nach hinten. Und dann beuge dein rechtes Bein. Und dann zieh dein rechtes Knie nach rechts in einen rechten Winkel. Komm in eine angedeutete Cobra, einatmen. Zurück auf den Bauch aus und suche dein rechtes Bein zu strecken, so weit, wie es für dich geht. Bleibe hier. Entweder oder du hebst die rechte Ferse ein kleines bisschen an, suchst die rechte Hüfte abzusenken. Gut. Dann das Bein wieder etwas beugen, um es zurückzubringen. Komm in eine langgezogene Position des Kindes von hier. Die Fingerkuppen aufstellen. Tiefer Atem. Und dann setze die Hände klar auf und komme in den herabschauenden Hund. Mit dem nächsten Einatmen hebe dein rechtes Bein geführt nach hinten oben heraus. Ausatmen, setze den rechten Fuß außen neben deine rechte Hand und leg dein linkes Knie weich ab. Mit dem Einatmen verlager dein Gewicht etwas nach vorne, mit dem Becken tief und ausatmen, angedeuteter Runner Stretch, rechten Fuß flexen und wieder dynamisch Knie beugen und dann flexen in deinem eigenen Rhythmus. Ein tiefes Dich im Körper einfinden. Ein letztes Mal der angedeutete Runner Stretch. Und dann treffen wir uns jetzt mit dem gebeugten Bein. Genau, und bringe einatmen den rechten Arm hoch zur Decke. Ausatmen, rechte Hand auf die Matte. Komme in eine weite Grätsche, linkes Knie hoch und du läufst rüber nach links, Füße parallel. Erde deine Füße und dann sinke tief in die Stellung. Von der Haut zu den Muskeln hin zu den Knochen aktivierst du deine Beinmuskeln und du feierst dein Zuhause, deinen Körper, deine Erdung hier. Du sinkst förmlich hinein in das Verkörpertsein. Dann komm auf die Fingerkuppen, mit dem Einatmen zieh dich lang. Ausatmen, bring die Hände an die Hüfte. Erde die Füße, einatmen, komm hoch. Ausatmen, dreh den rechten Fuß nach vorne. Beuge das Knie im rechten Winkel. Rechter Unterarm auf den Oberschenkel, linker Arm am Ohr vorbei. Parsvakonasana, Variante 1. Variante 2, tiefer, rechte Fingerkuppen gehen außen neben den rechten Fuß. Erinnere den Atem, drücke vom linken Fuß nach unten und verlängere bis in die linken Fingerspitzen. Einmal bitte noch einen. Ausatmen, dreh dich zurück, bring die linke Ferse hoch und noch einmal strecke dein rechtes Bein. Dreh den Fuß ganz leicht auswärts. Die rechte Hand bleibt außen neben dem rechten Fuß. Genau. Und du bist auf der Außenkante und die Dehnung ist etwas anders. Achtung, dass dabei der rechte Knöchel nicht wegknickt, sondern dass das Fußgelenk stabil bleibt. Und einmal langsam beuge das rechte Knie hinter den rechten Unterarm. Genau. Einmal noch ein. Ausatmen, komme zurück in den herabschauenden Hund. Einatmen, linkes Bein hinten herausheben. Ausatmen, linker Fuß geht außen neben deine linke Hand, rechtes Knie weich ablegen. Dein Gewicht nach vorne verlagern und dann dich zurückbewegen in einen angedeuteten Runner Stretch, Fuß geflext. Mit dem Atem gemeinsam dynamische Bewegung. Und anstelle, wie ich es so liebe, in die geistige Welt zu flüchten, sei bitte ganz in deinem Körper und verbunden mit deinem Atem.
Und das letzte Mal das linke Bein gebeugt, bleibe hier. Mit dem nächsten Einatmen geht der linke Arm hoch. Ausatmen, linke Hand auf die Matte, laufe wieder in eine weite Grätsche rüber nach rechts, Füße parallel. Diesmal zieh die Waden isometrisch aufeinander zu, mach den Rücken lang und dann sinke tiefer in die Stellung. Mit dem nächsten Einatmen die Fingerkuppen aufstellen und dich wieder lang ziehen. Ausatmen, bring die Hände an die Hüfte. Erde deine Füße, einatmen, komm hoch. Ausatmen, dreh deinen linken Fuß nach vorne, beuge das Knie für Parsvakonasana, linken Unterarm aufsetzen, rechter Arm am Ohr vorbei. Vom rechten Fuß, den du in die Matte drückst, dehn dich aus bis in die rechten Fingerspitzen. Tiefere Variante, wenn du magst, bring die linke Hand, die Fingerkuppen auf die Matte. Einmal noch rein. Ausatmen, bring bitte die rechte Hand auf die Matte, dreh die rechte Ferse hoch. Beginne dein linkes Bein zu strecken, den Fuß etwas auswärts zu drehen und komme graduell etwas mehr auf die Außenkante vom linken Fuß. Dann spürst du außen das Band in der linken Seite des Oberschenkels der Hüfte. Einen Moment bleiben und dann beuge dein linkes Knie wie in eine angedeutete Taube. Achtung, dass das linke Fußgelenk stabil bleibt. Einatmen, ein bisschen herauskommen und dann in den herabschauenden Hund. Komm in die schiefe Ebene mit dem Einatmen. Ausatmen, senke dich ganz ab. Mach die Zehen lang, verschränke die Finger hinter dem Rücken. Mit dem Einatmen zieh dich lang, roll die Schultern nach vorne, nach oben, komm hoch. Shalabhasana. Einmal noch ein. Ausatmen, die Hände lösen, langgezogene Position des Kindes. Einatmen. Und mit dem Ausatmen komme in den herabschauenden Hund. Und während du deine Hände erdest, dich mit dem Atem verbindest, erlaube dir, innerlich weit zu werden. Die Haut wird weich, die Ohren sind weit und da ist es, die Verbindung zum Größeren, zum Höheren, da ist die Verbindung. Nach der Berührung mit diesem Größeren ist es nun aber wichtig, dass du das mitnimmst, dieses Licht in den Körper hinein. Bitte vom Herzen über die Arme, in die Hände, das ganze Erden. Vom Herzen durch die Wirbelsäule, ins Becken, in die Beine, in die Füße verkörpert sein. Mit dem nächsten Ausatmen laufe bitte nach vorne zu deinen Händen. Halbe Vorbeuge einatmen, Vorbeuge ausatmen. Drehe die Füße etwas auseinander für die Yogi-Hocke. Becken sinkt tief. Du kannst dir was unter die Fersen legen, Hände vor dein Herz. Nun eine kleine Herausforderung hier. Strecke die Arme zur Seite, wie wir das vorhin hatten, als wir auf dem Bauch lagen. Komm ein ganz kleines bisschen höher mit dem Becken, dass du nicht ganz drin hängst. Super. Und einmal die Daumen nach unten drehen, Innenrotation. Einmal die Daumen nach oben drehen. Jetzt nur den rechten Arm nach innen rotieren und die Hand hinten an dein Kreuzbein führen. Gut. Und wieder hoch. Und die andere Seite links nach hinten führen. Super. Und wieder hoch. Und jede Seite noch einmal rechts. Und zurück. Und links. Und zurück. Die Hände vor dir aufsetzen und deinen Weg finden von hier in den herabschauenden Hund. Mit dem Einatmen hebe dein rechtes Bein hinten heraus. Ausatmen, zieh den rechten Fuß nach vorne zwischen die Hände, lege dein linkes Knie weich auf. Und mit dem Einatmen komm bitte hoch. Anjaneyasana. Zieh vom rechten Fuß hin zum linken Knie. Sinke vom Becken ein bisschen tiefer. Einmal noch einatmen. Und ausatmen, deine Hände absetzen und deinen
dein linkes Bein beugen, den linken Unterschenkel rüberdrehen nach rechts. Sehr achtsam und langsam dein Becken absenken, vorbei an deiner linken Ferse, dabei das rechte Knie gebeugt lassen. Du suchst an der Innenseite zum Sitzen zu kommen, genau, kannst die Hände an die Innenseite bringen, rechtes Knie bleibt gebeugt. Wenn etwas wehtut im linken Knie, such das Ganze zu modifizieren, dass es für dich passt. Jetzt komme mit dem Becken höher und wir wollen binden. Wenn dir das so möglich ist, bring die rechte Schulter, die rechte Hand hindurch unter dem rechten Bein. Wenn du etwas brauchst, einen Gurt, dann nimmst du dir natürlich den Gurt, um dir zu helfen. Und die linke Hand geht nach hinten, wenn noch nicht geschehen, die linke Schulter rollt nach hinten. Langsam die linke Schulter wieder absenken und entweder bleibst du hier oder setzt jetzt den linken Fuß zurück und lässt den Oberkörper tief sinken. Und zwar so tief, dass vielleicht irgendwann die Stirn in Richtung Matte kommt. Bitte honoriere die Grenze deines Körpers. Atme tief und tauche tief ein in dein körperliches Sein. Dann langsam die Hände lösen und deinen Weg herausfinden, über den Ausfallschritt in den herabschauenden Hund kommen. Und wir wechseln die Seite, linkes Bein hinten herausheben, einatmen, ausatmen, den linken Fuß nach vorne setzen, zwischen die Hände, dein rechtes Knie weich ablegen. Einatmen, komm hoch, bring die Arme über den Kopf. Zieh vom linken Fuß zum rechten Knie, sinke mit dem Becken ein bisschen tiefer. Tief in den Körper hinein. Einmal noch ein. Ausatmen, setze bitte deine Hände auf, beuge dein rechtes Bein weiter, bring den rechten Unterschenkel rüber nach links. Jetzt suche einen Weg, dich langsam hier abzusenken. Das linke Knie bleibt etwas gebeugt. Achtsam mit deinem rechten Knie, tiefe Öffnung. Gut, komme jetzt mit dem Becken wieder etwas höher und wir wollen binden. Der linke Arm, Schulter geht tief hindurch unter dem linken Bein. Wenn es dir möglich ist, dann bring die rechte Hand nach hinten und binde, wenn du Hilfe brauchst mit einem Gurt oder einem Handtuch. Dann kann ich dir zwar das nicht geben, aber dann hilf dir und suche so zu binden. Für einen Moment bring die rechte Schulter nach hinten. Und dann lässt du die rechte Schulter wieder tief sinken und probier, ob es für dich geht, den rechten Fuß wieder umzusetzen. Genau, so wie die Ausgangsposition war und tiefer sinken jetzt. Nimm dir Zeit. Honoriere die Grenze deines Körpers. Ein tiefes Eintauchen. Einmal noch ein. Dann bitte langsam lösen und deinen Weg herausfinden, und zwar in den herabschauenden Hund. Entscheiden, was für dich wahr und richtig ist. Bleibe hier für 3 Atemzüge oder einmal Vinyasa. Dafür schiefe Ebene ein. Ganz zum Boden oder Chaturanga Dandasana aus. Kobra oder heraufschauender Hund. Super, ausatmen, herabschauender Hund. Das Licht deiner Seele in den Körper reinatmen. Und dann nach vorne laufen zu deinen Händen. Halbe Vorbeuge einatmen. Vorbeuge ausatmen. Drehe die Füße bitte ein kleines bisschen auseinander. Komm wieder tief in die Hocke in Malasana. Du kannst dir etwas unter die Fersen legen, wenn du das brauchst, unterstützend. Sonst bring jetzt den rechten Arm etwas zur Seite versetzt vor dem Knie auf die Matte, die Hand. Genau. Linker Arm geht hoch. Variante 1.
Variante 2, du führst die rechte Hand hinter dein Becken, führst die linke Hand nach hinten und suchst zu binden. Das ist bereits ziemlich tief und für Thomas hier besser mit einem Gurt. Achte darauf, wie du die Erfahrung benennst. Suche wirklich die tiefe körperliche Erfahrung zu machen, so wie du das kannst. Und nicht durch ein Benennen auszuweichen. Und dann langsam lösen, wieder zurückkommen in die Mitte. Und wir wechseln die Seite. Linke Hand geht an der Innenseite in Richtung Matte. Genau, rechter Arm geht hoch. Das ist auch eine schöne Variante, hier bleiben. Oder du bringst den linken Arm herum vor dem Schienbein und bindest. Und manchmal kommt Hilfe und gibt einem einen Gurt. Bleibe hier, atme. Einmal noch ein und dann langsam lösen. Deinen Weg finden, bitte noch einmal in den herabschauenden Hund kommen. Kleine ausgleichende Bewegung machen. Tiefer Atem. Mit dem Ausatmen laufe nach vorne zu deinen Händen. Halbe Vorbeuge einatmen. Vorbeuge aus. Bringe deine Füße ein bisschen weiter auseinander, ein kleines bisschen. Beuge das rechte Knie etwas, bring einmal den rechten Arm, die rechte Schulter tief hindurch. Mir hilft es auch immer, wenn ich die rechte Hand für einen Moment hinten an die Achillessehne bringe, um die Schulter tiefer zu verankern. Wenn das für dich kein Weg ist und das zu tief ist, wäre die Möglichkeit, du beugst das rechte Knie ein bisschen, rechte Hand auf der Matte, linker Arm geht hoch und du bleibst hier. Sonst suche nun zu binden, indem der rechte Arm nach hinten durchgeht. Vielleicht brauchst du einen Gurt oder eine Hilfe, um zu binden. Ich gebe dir das auch mal noch, dann hängt hier nicht so viel. Genau. Graduell beginne dein linkes Bein zu strecken. Bitte respektiere die Grenze deines Körpers. Es ist eher, als würdest du das Licht deiner Seele tief reinatmen in die körperliche Erfahrung. Graduell das rechte Bein etwas mehr strecken. Und dann das rechte Knie wieder beugen, das linke auch, um zu lösen. Und die Seite zu wechseln, bringst du den linken Arm, die linke Hand tief hindurch. Suchst die Schulter wirklich tief zu bringen. Die leichtere Variante war linke Fingerkuppen vor dir aufgestellt, rechter Arm geht hoch. Sonst suche hier zu binden. Dich tief mit dem Atem verbinden. Erst das rechte Bein beginnen zu strecken, langsam. Deine Grenze honorieren, dann das linke Bein vielleicht auch ein kleines bisschen. Dann such die Schulter nach hinten zu rollen. Einmal noch ein. Langsam lösen aus, beide Knie anbeugen. Halbe Vorbeuge ein. Vorbeuge aus. Halbe Vorbeuge ein. Und noch einmal in die Hocke kommen, in Malasana. Von hier komme zum Sitzen für Tarasana in einer Variante. Die Füße ein bisschen auseinander sogar. Genau. Erst den Rücken neutral. Und dann lehn den Oberkörper nach vorn, bring die Hände von innen an die Unterschenkel, genau, greif die Knöchel und die Füße und hilf dir, eine tiefe, lange Erfahrung zu haben. Drücke bitte mit deinen Unterschenkeln und den Knöcheln in die Hände und die Arme zurück. Ja, genau. Und suche den Rücken möglichst zu verlängern hier. Und mit dem Einatmen komm langsam hoch, hilf dir mit den Händen, die Knie zusammenzubringen, die Füße aufstellen, bitte einmal deinen Rücken neutralisieren.
Gut, und dann finde von hier deinen Weg hoch in die Vorbeuge mit oder ohne Schwung. Uttanasana. Variante 1. Die Praxis ist bereits ganz tief für dich und körperlich. Bleibe hier, atme. Variante 2 für Tittibhasana. Bring die Füße wieder ein Stückchen weiter auseinander und bring erst eine Seite, ein bisschen intuitiv, mit welcher du beginnen willst, so wie eben, den Arm, die Hand hinter dein Bein. Ich gehe auch immer noch mal, wie Thomas das gerade macht, mit der Hand an die Achillessehne, bring die Schulter tiefer. Und dann machst du das Gleiche mit der linken Seite. Such dich wirklich tief rein zu atmen. Und einmal ganz liebevoll und langsam beginnen, die Beine anzustrecken. Atmen. Absolut liebevoll mit deinem Körper. Es geht nicht darum, wie tief du in die Stellung kommst, sondern es geht um die tiefe Erfahrung in deinem Körper. Gut. Die Knie wieder ein kleines bisschen anbeugen und jetzt die Hände hinter dir, erstmal nur auf den Fingerkuppen und dann die Hände ganz ansetzen, absetzen. Nun mit den Füßen so ein bisschen nach vorne ruckeln und vielleicht erstmal ein Bein seitlich ausstrecken, das probieren. Die Beine müssen nach innen ziehen, genau. Linken Fuß wieder absetzen, dann das rechte Bein probieren auszustrecken, super, wieder absetzen. Und entweder du machst das nochmal oder probierst einmal alle Kraft in der Mitte zu sammeln, beide Beine zu strecken. Licht geht bis in die Füße, die leuchten, super. Einmal noch ein. Die Beine wieder beugen, deinen Weg herausfinden. Jupp, in den herabschauenden Hund, genau, die Knie etwas beugen, den Po hochschieben, ausgleichen, die Beine strecken. Laufe nach vorne zu deinen Händen und komme zum Sitzen und komme zum Liegen. Bitte zieh dein rechtes Knie zu dir heran. Mit beiden Händen halte das Knie, drücke das Knie in die Hände zurück. Wir wollen den unteren Rücken ausgleichen. Vertiefe deinen Atem. Und dann bitte langsam das rechte Bein wieder ausstrecken und die Seite wechseln, das linke Knie zu dir heranziehen. Das rechte Bein vom inneren Oberschenkel erden, genau. Gut, nun bitte beide Füße aufstellen. Wir wollen in eine unterstützte Schulterbrücke kommen. Entweder du nimmst hier zwei Blöcke unter deinen Becken übereinander oder du nimmst einen Block. Ich gebe Thomas mal den Block, dass er selber finden kann, den Block unter das Kreuzbein bringen. Füße hüftgelenkbreit, parallel. Die Arme können hier bleiben oder du greifst die Außenkanten der Matte. Indem du dich tief in den Körper hineinatmest, ihn fühlst, finde die Mikrobewegungen, die dich unterstützen, zum Beispiel die Großzehballen erden. Den unteren Bauch ein bisschen nach innen ziehen, dich mehr in die Länge ziehen. Einmal noch ein. Und dann den Block beiseite nehmen und dich ablegen. Die Füße mattenbreit, die Knie sinken nach innen. Du legst eine Hand auf deinen Bauch, eine Hand auf dein Herz. Und erlaubst deiner Seele wirklich tief in deinem Körper zu sein. Gut, dann leg die Arme neben dir ab und einmal Scheibenwischer, beide Knie nach rechts sinken lassen. Thomas hat dabei die Arme jetzt in
den Kaktus gebracht, das kannst du auch gerne machen. Ne? Und dann bring die wieder zurück, die Beine, die Knie nach oben und dann beide Knie nach links sinken lassen. Und wieder zurück nach oben und dein linkes Bein ausstrecken auf der Matte, das rechte Bein gebeugt zu dir ranziehen, deinen Weg finden in einen Twist. Rechtes Bein geht rüber nach links. Du kannst dabei mehr auf die linke äußere Hüfte ruckeln. Heb den Kopf leicht an, dreh ihn rüber nach rechts. Zieh die rechte äußere Hüfte mehr zum linken Fuß. Und mit dem Einatmen den Kopf wieder zurückdrehen, in die Mitte das Bein zurückbringen und ausstrecken und das linke Bein zu dir heranziehen und deinen Weg finden in den Twist. Das linke Bein geht rüber nach rechts, du ruckelst dabei auch mehr auf deine rechte äußere Hüfte. Heb den Kopf ein kleines bisschen an, dreh den Kopf nach links. Zieh deine rechte äußere Hüfte in Richtung linken Fuß. Und dann bitte zurückkommen in die Mitte. Einmal noch beide Knie zu dir heranziehen. Ausgleichend, so wie du das brauchst, ein bisschen hin und her rollen. Und dann ist Zeit für Shavasana. Deck dich gerne zu. In deiner körperlichen Erfahrung spüre den Boden unter dir, wie er dich hält und trägt. Und es hilft dir, noch ein bisschen mehr zu sinken. Anspannung darf gehen. Du genießt noch ein paar Minuten für dich. Vertiefe langsam deinen Atem. Bewege deine Hände ein bisschen, deine Füße ein bisschen. Und dann strecke die Arme langsam hinter dir aus. Schieb die Füße weg von dir, zieh dich ganz lang. Ausatmen, loslassen. Zieh die Knie zu dir heran, rolle etwas hin und her und dann durch Auf- und Abrollen komme zurück in eine angenehme Sitzhaltung. Bringe die Hände vor dein Herz
Und es ist immer eine Frage, wie man das sieht, aber es ist doch auch ein Geschenk, wirklich ein Geschenk in dieser Welt zu sein. Lass es in dich hineinsinken, nimm es an, komme an im Körper, in deinem Leben. Namaste.